Hey, Nani versucht seit 2 Jahren, die Aufmerksamkeit von Bindu, seiner süßen Nachbarin, zu gewinnen. Sie ist nett und schön, doch der einfache Nani kann ihr keine großen Reichtümer bieten, obwohl er sehr einfallsreich und charmant ist. Trotz der Kälte seiner Geliebten gibt er seinen Optimismus nie auf. Doch Nani weiß noch nicht, dass ein sehr gefährlicher Mann, der vor nichts zurückschreckt, die Jagd auf ihr Herz ebenfalls begonnen hat. Nanis Liebe erweist sich als so stark, dass sie sogar die Grenzen von Leben und Tod überwindet. Der Mann, der auf dem Schießplatz mit einer Schrotflinte präzise auf Tontauben und andere Ziele schießt, ist der einflussreiche Gangster Kitcha Sudeep. Er wird von seinem Assistenten abgelenkt, der ihm mitteilt, dass das Bauprojekt fast fertig ist, aber ein unbestechlicher Inspektor ihnen immer wieder in die Quere kommt und es an der Zeit ist, ihn loszuwerden. Er sieht ein anmutiges junges Mädchen, das ebenfalls zum Schießen gekommen ist. Der charmante Schütze hilft ihr, die richtige Technik zu erlernen, und sie hat nichts dagegen. Sudeep kann jeden verführen. Ein anderes Mädchen, Bindu, schnitzt Miniaturen aus Reiskörnern. Sie wohnt bei ihrer Schwiegertochter, der sie erzählt, dass sie 2 Herzen in einer Skulptur vereinen wollte, aber bis jetzt hat nichts funktioniert. Plötzlich geht das Licht aus. Und Bindu sieht durch das Fenster einen Mann auf dem Dach stehen. Ein Typ namens Nani schnappt sich schnell eine Tüte Chips von seinem Nachbarn. Er befestigt eine Taschenlampe an der Satellitenschüssel, bastelt einen Reflektor aus Alufolie und richtet das Licht auf das Fenster seiner Geliebten, damit sie ihre Arbeit beenden kann. Nani hat 2 Jahre lang versucht, das Mädchen für sich zu gewinnen, das auf seine Annäherungsversuche in keiner Weise reagiert hat. Bindu beendet die Arbeit und zieht die Vorhänge zu. Der Junge sagt sich, dass sie so ihre Zuneigung zeigt, denn wenn er sie sehen könnte, würde er die ganze Nacht auf dem Dach verbringen. Das Mädchen hört Nanis Worte und lächelt nur schüchtern. Die Banditen kommen in einem Restaurant an, wo sie sich mit einem Beamten treffen und seine Zustimmung zu ihrem Vorhaben erhalten. Es stellt sich heraus, dass die Frau des Inspektors dieselbe Frau wie die vom Schießstand ist. Sudeep hat seinen Charme eingesetzt, um zu erreichen, was er wollte. Der Chef entgegnet, dass nur seine eigene Frau es einmal gewagt habe, Nein zu ihm zu sagen. Sie hat ihrem Mann ihr Eigentum nicht überschrieben und gesagt, nur über meine Leiche. Apart from that, I can get any dame in this world. Bindu arbeitet für eine Wohltätigkeitsorganisation, die Schulbücher kauft und an Schulen liefert. Ihre Kollegen informieren sie, dass ihnen das Geld ausgegangen ist. Nani taucht mit einem Scheck über schlappe 15 Rupien auf. By the way, nen donation ichin sangati evvariki cheppakandi. Ee publicity la vinaga nachcha. Von all den Angestellten spielt nur Bindu das Spielchen mit und rechnet sogar mit ihm über die 15 Rupien ab, die er letzten Monat eingebracht hat. Er nutzt die Gelegenheit, ihr heimlich ein Kompliment zu machen, indem er ihr eine Nachricht auf sein Handy schickt. Bindu bekommt erneut Besuch von ihrer Schwägerin, die ihr mitteilt, dass Sudeep Constructions viel Geld für Spenden ausgeben will. Sie gibt ihr eine Visitenkarte und Bindu geht zum Chef, Sudeep. Der Mafioso schert sich nicht um Wohltätigkeit, aber er bemerkt Bindu und lässt die Schönheit sofort durch. Er zögert nicht, 1,5 Millionen Rupien zu spenden und sagt, er wolle sie und ihr Projekt besser kennenlernen. Das ahnungslose Mädchen gibt ihm ihr kleines Kunsthandwerk und geht. Sie geht in den Tempel, wo sie ein Gebet zu Ehren dieses freudigen Ereignisses arrangiert. Zu dem Ritual gehört, dass allen Betenden heilige Speisen gereicht werden. Das Gespräch über die großzügige Gabe wird vom allgegenwärtigen Nani mitgehört. Bindu überreicht allen außer Nani eine Gabe. Für ihn ist das nur ein weiteres Zeichen seiner Sonderbehandlung. Sudeep besucht Bindu, während sie Schulbücher an gehörlose Kinder verteilt. Er verrät noch nicht, was er vorhat, lädt das Mädchen aber bereits zum Mittagessen ein. Und da kommt Nani, der sie genau beobachtet. Während Sudeep seine süßen Reden hält und über ein Gericht spricht, das mit dem Löffel gefüttert werden muss, wirft Bindu einen Blick auf Nani, der in der Nähe sein Feuerwerk verkauft. Sudeep bemerkt, was vor sich geht, und wird wütend, ohne dem Mädchen seine Gefühle zu zeigen. Der reiche Mann versucht, das Mädchen nach Hause zu bringen, aber Bindu sieht Nani auf einem Moped hinterherfahren und springt aus dem Auto. Sudeeps Scham ist zum ersten Mal völlig machtlos. Er folgt dem jungen Paar, während sie durch den Markt gehen.
Seine Augen sind blutunterlaufen. Bindu kommt spät abends nicht von der Arbeit nach Hause. Ihr ist das Benzin ausgegangen. Sie schickt Nani eine Nachricht und er eilt herbei. Aber das Mädchen verhält sich wieder einmal unnahbar. Er tut so, als würde er gehen, und es hat funktioniert. Das Mädchen wartet darauf, dass Nani sie einholt. Er begleitet sie nach Hause und singt und tanzt auf dem Weg über seine Liebe. Sie ist gerührt von den Worten: Mein Herz wohnt in deinem und dein Herz in meinem. Sie läuft nach Hause und fertigt eine Bleistiftminiatur an, die die beiden Herzen miteinander verbindet. Eines in dem anderen. Glücklich schaut sie hinaus und ruft nach Nani, der zu ihr eilt. Doch direkt unter dem Fenster wird Nani von Sudeeps Handlangern abgefangen. Der geschlagene Nani verliert nicht seine Würde und wagt es, dem Mafia-Boss zu drohen. Das ist ein fataler Fehler. Jetzt kann Sudeep ihn nicht mehr mit bloßer Einschüchterung gehen lassen. Während das Mädchen wartet und Nani eine SMS schreibt, geht Sudeep ihm an die Gurgel. Er sagt seinen Komplizen, sie sollen es wie einen Unfall aussehen lassen. Nani, Nino, Binduni, I love you. Der Mann hat erreicht, was er sich so lange gewünscht hat, aber es ist zu spät. Er wird die Früchte seiner Arbeit nicht mehr genießen können. Doch Nanis Seele ist unsterblich, ebenso wie seine Liebe. Sie verlässt seinen toten Körper und zieht in eine der Fliegenlarven in seiner Nähe. Bindu sucht nach Nani und fragt sogar seinen Mitbewohner, wo er sein könnte. Sie steigt auf ihr Moped und findet ihren leblosen Geliebten auf der Straße liegen, umgeben von einer Menge Schaulustiger. Sie kommen zu dem Schluss, dass ihr Geliebter auf der Straße verunglückt ist. Währenddessen schlüpft Nani als Fliege aus seiner Larve. Er versucht, mit seinen Geschwistern in die Lüfte zu steigen, aber ein Flügel bleibt stecken und muss angepasst werden. Im allerletzten Moment gelingt es ihm, abzuheben und einem Wasserschwall im Graben zu entkommen. Er wird fast zertreten, versteckt sich aber in der Schuhsohle. Er vergnügt sich mit Seifenblasen, verliert aber seine Deckung und seine Füße verfangen sich in den Fusseln eines Balls, mit dem die Jungs aus der Gegend Cricket spielen. Der Fliegenfänger, ein Star, versucht das Insekt zu fangen, aber Nani entkommt ihm, indem er durch ein Loch in einem Moskitonetz fliegt. Er will seinen Durst löschen und landet im Tee von jemandem. Wie sich herausstellt, ist es der Tee von niemand Geringerem als Sudeep. Nanis Erinnerungen kehren zurück und er entkommt dem Strudel, den der Löffel seines Feindes erzeugt hat. Er erhebt sich in die Luft und trifft den Bösewicht immer wieder an der Wange, was ihm nur eine kleine Unannehmlichkeit bereitet. Der Mann schlägt das Insekt einfach weg. Nani sieht den Ring, in den Sudeeps Bindus Handarbeit gesteckt hat, fliegt zu dem Mädchen und erwischt sie zu Hause. Er setzt sich auf den Spiegel, um die Aufmerksamkeit des Mädchens zu erregen, wird aber auch von ihr getroffen und fliegt davon. Als er das Mädchen verfolgt, hört er, wie sie mit ihrer Schwägerin spricht. Nani hört die lang erhofften Worte, aber jetzt ist er nur noch eine Fliege. Was für eine Ungerechtigkeit. Sein Freund taucht auf und schenkt Bindu das Feuerwerk, das Nani zu Lebzeiten speziell für sie gemacht hat. Später taucht Sudeep im Büro des Mädchens auf. Er behauptet, Bindus Trauer um den Jungen zu teilen und erzählt von seiner armen Frau, die seine Hand hielt, als sie starb. Das Mädchen weint und Sudeep kommt auf sie zu, um sie zu umarmen. Das Einzige, was ihn dabei stört, ist dieses lästige Insekt, das in seiner Nähe summt und ihm direkt in sein Ohr fliegt. Bindus Kollegen erscheinen und überschütten den Gönner mit Aufmerksamkeiten. Das Mädchen holt Sudeep ein und sagt, sie werde versuchen, Nani so schnell wie möglich zu vergessen. Der Bandit ruht sich aus und steigt in eine fassförmige Badewanne. Die Fliege folgt und belästigt den Verbrecher, sodass er gezwungen ist, sie nackt zu verjagen und sich vor seinen Geschäftspartnern zu blamieren. Sudeep bietet Bindu an, mit ihm in die Hauptstadt zu fahren, um eine große Ankündigung für ihr kommendes Projekt zu machen. Natürlich will Nani das nicht zulassen. Das lästige Insekt hält Sudeep nachts wach. Der Mann beginnt allmählich den Verstand zu verlieren. Am Morgen schläft er von Kopf bis Fuß in eine Decke gehüllt ein und verpasst fast den Flug, während Bindu bereits am Flughafen auf ihn wartet. Der Bösewicht stürzt sich ins Auto, aber der findige Nani mischt sich in den Verkehr ein, was zu einem Verkehrskollaps an der Kreuzung führt. Sudeep kann sich nicht nur nicht aus dem Stau befreien, sondern ist nicht einmal in der Lage, aus dem Auto auszusteigen. Es gelingt ihm, durch den Kofferraum zu entkommen und schnell ein anderes Auto zu mieten.
Zu seinem Glück hat der Flug Verspätung und es ist noch Zeit. So landet die Fliege auf dem Lenkrad und stört die Steuerung. Der Gangster schafft es, das lästige Insekt aus dem Fenster zu pusten. Aber auch das hält Nani nicht auf. Er klammert sich an andere Autos und findet sich am Lenkrad des Killers wieder. Mit makelloser Präzision fliegt er mit hoher Geschwindigkeit in das Auge des Feindes. Der Mann zuckt zusammen, verliert die Kontrolle, fliegt von der Straße und wird von anderen Autos gerammt. In dem zertrümmerten Auto schreibt Nani eine Nachricht auf das schmutzige Glas. Ich werde dich töten. Sudeep hatte Glück. Er kam mit nur leichten Verletzungen davon. Jetzt lässt er den Insektenschutz nicht mehr aus der Hand. Er wird von Bindu besucht, die sich Sorgen um die Gesundheit des Philanthropen macht. Doch da kommt die Fliege. Nani fliegt näher und das Mädchen setzt ein Abwehrmittel ein, das das Insekt direkt trifft. Die Fliege versucht ein zweites Mal, sich einzumischen und bekommt eine zweite Dosis Gift. Mit einer unachtsamen Bewegung reißt sich das Mädchen das Amulett mit den zwei Herzen vom Hals und ruft ihren Geliebten wieder zurück. Nani hingegen fliegt aus dem Fenster und fällt auf einen Busch. Das Gift sickert unweigerlich in seinen Körper. Bindu rennt aus dem Haus und berührt versehentlich den Schlauch, der die Bewässerung des Rasens in Gang setzt. Dadurch kann die Fliege das Abwehrmittel abwaschen und überlebt. Sudeep besucht einen Wissenschaftler, der sich auf Insekten spezialisiert hat. Er versucht zu beweisen, dass eine Fliege sich an ihn erinnert und ihn heimsucht. Doch der Professor weist ihn nur auf seinen Schlafmangel hin und rät ihm, einen Psychologen aufzusuchen. Nachts kommt Sudeep auf dem Schrottplatz an, wo sein Auto steht. Er findet eine Glasscherbe mit der Drohung der Fliege darauf, was seinen Verdacht bestätigt. Ein seltsamer Mann, der auf dem Schrottplatz wohnt, spricht ihn an und sagt ihm, er solle wiederkommen, wenn sein Gesicht mit Ruß bedeckt sei. Die Schwiegertochter rät der weinenden Bindu, das Medaillon zu entfernen, das sie an Nani erinnert. Sie vergießt Tränen auf dem Tisch und die Fliege beschließt, sie zu benutzen, um das Mädchen wissen zu lassen, dass sie Nani ist und wiedergeboren wurde. Das Mädchen traut ihren Augen nicht und nimmt die Fliege in ihre Hand. Endlich begreift sie, warum Sudeep so höflich war und woher er von dem Tod ihres Geliebten wusste. Nani malt eine Linie aus roter Farbe quer über den Hals des Schurken. Bindu ist eine erfahrene Miniaturistin und hat daher keine Probleme, eine Maske zu basteln, die der Fliege hilft, sich gegen das Abwehrmittel zu verteidigen. Nani trainiert und entwickelt Pläne, wie er Sudeep ausschalten kann und setzt sie in die Tat um. Der Mann ist gezwungen, alle Lebensmittel auf Gift zu untersuchen. Er kann nicht trainieren, arbeiten, schlafen oder Spaß haben. Alles, was er tut, ist, Fliegen zu studieren und wie man sie tötet. Und Nani und Bindu hacken ihren eigenen Plan aus. Die Fliege trägt nach und nach Schießpulver in die Eisenkanone in Sudeeps Arbeitszimmer, um daraus eine Muskete zu machen. Doch der Assistent des Chefs schiebt Müll in die Mündung. Am Eingang ist nun ein Scanner installiert, durch den Nani nicht unbemerkt fliegen kann. Da bittet er Bindu, die Sudeep besucht, um Hilfe. Sudeep ist erfreut, sie zu sehen, und wird von dem Mädchen abgelenkt, sodass sie einen Bolzen am Fenster abschrauben kann. Nani, der nun ins Haus gelangt ist, beginnt mit seinen scharfen Miniaturkrallen die Haut auf dem Rücken des Banditen zu zerreißen. Ein blutender Sudeep verabschiedet sich von Bindu, als sein Assistent Papiere bringt, auf denen mit Tinte Fly anstelle seiner Unterschrift steht. Zu einer Besprechung über ein Bauprojekt erscheint der von Paranoia geplagte Sudeep mit einem Helm. Er hält eine Präsentation, spricht aber nur über Insekten und Insektenschutzmittel. Board meeting alakpute eagle dovalni what nela champalo cheppe TV programma. This is ridiculous, I say. Er kann nichts und niemanden sehen, außer einer Fliege, und schlägt seinen geschätzten Partnern auf die Glatze, um sie zu vertreiben. Das Geld und das Projekt sind in Gefahr, und der Mafioso eilt zum Safe, um sein Geld herauszuholen. Nani hindert ihn jedoch daran, das Passwort einzugeben, sodass Sudeep mit einem Schweißgerät den Safe aufbricht. Mit einem weiteren Eingriff lenkt ihn die Fliege ab, und das Feuer erreicht die Geldscheine darin. Sudeep steht vor dem Nichts und erinnert sich an die Prophezeiung, die ihm ein Obdachloser offenbart hat. Der Wahrsager führt ihn zum Tatort des Mordes an Nani und erklärt ihm, dass er als Fliege wiedergeboren wurde. Er bietet ihm an, in der Villa des Chefs ein Ritual durchzuführen, bei dem der Zauberer zwei Vögel in seine Untergebenen verwandelt. Nani versteckt sich vor seinen Verfolgern in Hosenbeinen, dann in einem Telefonkabel und lockt schließlich einen Vogel in eine enge Röhre und den anderen in eine Steckdose, in der sein Schnabel stecken bleibt. Der Alarm geht los
und Sudeep und der Magier sind in einer luftdichten Festung gefangen, die sie vor Insekten schützen soll. Der Raum ist voller Rauch und in Panik stößt der Mann den Wahrsager in eine scharfe Klinge. Der wiederum wird durch den Rauch ohnmächtig. Nani und Bindu freuen sich, weil sie denken, dass Nani gerecht ist. Aber die Handlanger, die zur Hilfe eilen, retten ihren Chef im letzten Moment. Plötzlich spürt Sudeep, wie der Wind in seinen Haaren raschelt und entdeckt ein Loch im Fenster, das Bindu durch das Herausdrehen eines Bolzens verursacht hat. Der Bandit besucht das erstaunte Mädchen und lädt sie ein, mit ihm zu kommen. Sie gehen zum Hauptquartier des Chefs, wo Sudeep dem Mädchen die Kameraaufnahmen der Fliege in voller Ausrüstung inklusive Eisenkrallen zeigt. Bindu schnappt sich ein Teppichmesser vom Tisch, um es dem Mörder in den Hals zu rammen, aber dieser hält ihren Arm fest. Sudeep droht, das Mädchen zu töten, woraufhin Nani zu seinen Füßen landet. Der Bandit bittet erneut darum, seine Stiefel auszuziehen, um den Mord an Nani nachzuspielen. Doch nun setzt der flinke Nani eine Nadel an die Stelle seines Körpers und fügt seinem Feind eine neue Wunde zu. Sudeep schnappt sich seine Pistole und schießt, wobei er fast die Fliege trifft, obwohl er damit das Licht im ganzen Raum löscht. In der Dunkelheit setzt er eine Spezialbrille auf, die er für die Fliegenjagd entwickelt hat. Er zielt auf das Insekt und feuert mit seiner Schrotflinte darauf. Sudeep verwüstet sein Haus und stößt unter anderem die kleine Kanone mit Schießpulver um. Nani weicht immer wieder aus und die Munition des Bösewichts geht zur Neige. Die Fliege wirft eine Metallkugel, die in der zerrissenen Verkabelung eine Kettenreaktion auslöst, an deren Ende ein riesiger Kronleuchter herunterfällt. Die Scherben explodieren und bohren sich in Sudeeps Haut. Der wütende Mafiaboss ruft seine Handlanger und es stellt sich heraus, dass sie sich während der Schießerei versteckt haben, sodass Bindu entkommen konnte. Aber das Haus ist verschlossen, was bedeutet, dass das Mädchen nicht weit kommen kann. Nani behindert die Suche und versucht, eine weitere Nadel in den Bösewicht zu rammen, als Sudeep einen Magneten nimmt und ihn magnetisiert, wobei er gleichzeitig die Beine der Fliege fängt. Der Gangster entdeckt Bindu und schneidet Nani vor ihren Augen den Flügel ab. Dann drückt er dem Mädchen eine Nadel in die Hand und pinnt damit den Fuß der Fliege auf den Tisch. Während er seinen Triumph auskostet, entdeckt Nani die Miniatur Kanone und das Schießpulver, das auf dem Tisch verschüttet wurde. Die Mündung der Kanone ist nun frei von Müll. Trotzdem gelingt es Sudeep, den Körper der Fliege zu durchbohren. Das Mädchen stößt den Bösewicht weg und der tödlich verwundete Nani erzählt ihr seinen Plan. Nani vergräbt sich in Schießpulver und springt durch das Feuer eines Streichholzes direkt in die Mündung der kleinen Kanone. Die Kugel durchschlägt nicht nur den Feind, sie streift auch den Gaskanister, der direkt in Sudeeps Gesicht explodiert. Bindu, die Nani vorgewarnt hat, versteckt sich auf der anderen Seite des Raumes und überlebt. In ihren Händen hält sie eine Erinnerung an ihren Geliebten, einen einzelnen, winzigen Flügel. Sie fertigt eine Miniatur des Flügels an und trägt ihn um ihren Hals. Eines Tages holt ein Mann sie auf der Straße ein. Oh, you're looking damn hot, babe. Shall we go? Doch eine bestimmte Fliege unterbricht den übermütigen Mann, indem sie ihm ins Auge fliegt. Er fällt vom Fahrrad auf den Boden und sieht das Insekt mit dem gleichen altbekannten Wappen vor sich. Nani hat sein Versprechen gehalten und wird erneut wiedergeboren, um das Leben seiner Geliebten zu schützen. Wie immer findest du den Namen des Films in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit lasst uns in den Kommentaren wissen, was du vom indischen Kino und seinen extrem verrückten, ungewöhnlichen, aber liebenswerten Geschichten hältst. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, damit noch mehr unglaubliche Geschichten erscheinen.